Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Finanzielle Freiheit dank Kryptowährungen mit eurem Alex. Und zunächst einmal herzlichen Glückwunsch an alle XRP-Hordler. Ich freue mich sehr darüber, was momentan mit dem Kurs passiert. Und ja, wir schauen mal kurz bei CoinMarketCap rein. 1,40 Dollar. Wer hätte das vor einigen Wochen noch gedacht? Und ich hoffe, dass der ein oder andere von euch vielleicht in den letzten Wochen nochmal ein paar Recherchen bemüht hat und vielleicht doch nochmal so ein paar XRP in sein Hoddleberg getan hat. Auf der anderen Seite freue ich mich natürlich ganz generell. Diese Woche war sehr, sehr schön für viele Altcoins. XLM zum Beispiel auch über 50% gemacht. Bitcoin Cash über 700 Dollar. Und ja, ich könnte noch einige Beispiele aufzählen. Dazu aber am besten am kommenden Mittwoch zu Zahlen, Daten und Fakten. Außerdem haben wir heute noch viele weitere spannende Themen. Der Defi-Markt knackt die 100 Milliarden Dollar Marke. Bitcoin mal wieder im Mainstream angekommen. On Vista titelt Bitcoin bald 500.000 oder 0 Dollar wert. Ja, wir werden mal anschauen, was sie da zusammen haben. Die News der Woche. PayPal-Mitbegründer Peter Thiel sieht Bitcoin, obwohl er eigentlich ein Bulle ist, aktuell als sehr kritisch und bezeichnet ihn als chinesische Finanzwaffe. Und außerdem gucken wir uns mal an, was es bei ripple an updates gibt, sowohl was den Kurs betrifft, was Alessio glaubt, was in Zukunft passieren wird mit dem XRP-Kurs und das ist kein Clickbait. Es gab tatsächlich insbesondere gestern zahlreiche riesige Glitches, sowohl bei Market Cap als eben auch bei Binance zum Beispiel oder auch bei anderen Börsen, wo kurzweilig XRP auf 50.000 Dollar war. Extrem krass und wir werden all das mal Anschauen und auch noch mal die aktuellsten Mr. Pool Drops. Also bis zum Schluss dranbleiben. Und jetzt bei explodierenden Kursen fragen sich natürlich die Leute, wie schütze ich meine Coins am besten? Natürlich ist ein Ledger die erste Adresse oder ein Hardware Wallet, wo ihr die darauf speichern könnt, aber eben auch Schutz für eure Seeds. Und wenn ihr eure Sicherheitswörter eben abspeichern wollt, dann am besten auf unseren Stahlplatten, wo ihr sie eingravieren könnt. Aktuell heute noch einmal in der Aktion die großen Platten für 30 Euro und die kleinen Platten für 20 Euro. Also, falls ihr Bock habt, schaut gerne vorbei. Und ich habe es euch eben im Intro schon gezeigt, ab sofort haben wir eine xrp Ermöglicht Das heißt, ihr könnt eben auch mit XRP bezahlen und jeder, der das tut, bekommt noch eine kleine Münze oben drauf bei seiner Bestellung. Da gibt es auch kein Mindestbestellwert, also viel Spaß. Wir haben aber keine Zeit zu verlieren, deshalb lasst uns direkt loslegen mit den News. DeFi-Markt knackt 100 Milliarden Dollar-Marke. Laut dem Unternehmen DeFi Yama ist es wohl so, dass mittlerweile die 100 Milliarden Dollar-Marke durchbrochen wurde im DeFi-Bereich. Wer hätte das noch vor einigen Wochen und Monaten gedacht? Und die Aufteilung ist wohl wie folgt aufgeteilt. Der sogenannte Total Value Locked ist bei 78,34 Milliarden, was Ethereum-Projekte betrifft. Das heißt... 77,54% der Projekte, die mit DeFi in Zusammenhang stehen, laufen über Ethereum. 15% in etwa über die Binance-Chain. Aktuell sehr einseitig verteilt auf Ethereum und Binance. Aber ihr könnt euch immer mal wieder hier bei DeFiMarketCap.io die aktuellen Zahlen anschauen im Bereich von DeFi. Das ist so ähnlich wie CoinMarketCap, eben nur mit DeFi-Projekten. Und da sehen wir leicht zurückgegangen, 83 Milliarden aktuell. Aber ihr könnt hier immer mal wieder einen Blick drauf werfen und auch mal schauen, wie sich die Projekte so geschlagen haben in den letzten Zeiten. Also unbedingt mal angucken. Link findet ihr in der Beschreibung. Bitcoin bei 500.000 oder bei 0 US-Dollar. Trotz aller Befürchtung ist der Preis für einen Bitcoin in US-Dollar innerhalb der letzten zwölf Monate um mehr als 682 Prozent gestiegen. In den vergangenen fünf Jahren sind es sogar mehr als 13.000 Prozent gewesen. Aktuell kostet ein Bitcoin schon 57.000 Dollar und dennoch bleibt die Kryptowährung sehr umstritten. Wohin geht die Reise des Bitcoin? Erreichen wir bald 500.000 Dollar oder wird er doch wieder einbrechen und an Bedeutung verlieren? Ja, hier gibt es jetzt verschiedene Statements. Ihr könnt euch gerne mal den ganzen Artikel durchlesen. Ich fand diese beiden Aussagen sehr interessant. In den letzten Tagen teilte Ark Investment zudem mit, dass Bitcoin sogar die Marktkapitalisierung von Gold übersteigen könnte. Dies wären mehr als 10 Billionen US-Dollar. Da aktuell etwa 17,6 Millionen Bitcoins in Umlauf sind, könnte er dann einen Preis von mehr als 568.000 US-Dollar erreichen. Wow! Dennoch gibt es auch warnende Stimmen, die vor einem Kollaps warnen. So zum Beispiel Ray Dalio. Er warnt vor Bitcoin. Der ebenfalls erfolgreiche Investor Ray Dalio sieht die Zukunft von Bitcoin nicht so optimistisch. Seine Erklärung ist verständlich. So geht er davon aus, dass die Kryptowährung für viele traditionelle Währungen zur Gefahr werden könnte. Aus diesem Grund könnten sich Regierungen bald zu einem Verbot entschließen. Er zieht dabei einen Vergleich mit dem Goldverbot aus dem Jahr 1934. In der Wirtschaftskrise flüchteten viele Menschen in Gold, weil sie das Vertrauen in den Dollar verloren hatten. Angesichts einer bald höheren Inflation könnte ein ähnliches Szenario für Bitcoin eintreten. Zudem geht er davon aus, dass die Regierungen nicht die Kontrolle über ihre Währung verlieren wollen. Einzelne Länder wie Indien diskutieren deshalb bereits ein Verbot. Und ich spreche auch schon seit vielen Monaten und Jahren darüber, dass Bitcoin natürlich eine sehr, sehr geile Idee ist. Aber die Staaten sich ungern das Zepter aus der Hand nehmen lassen und das ist auch, Grund, warum ich so ein bisschen auf XRP geschwenkt bin über die Jahre. Ganz einfach aus dem Grund, weil XRP im Vergleich zu anderen Kryptowährungen eigentlich mit den Banken und mit den Staaten arbeitet, als gegen sie zu arbeiten in ihrer Idee. Und von daher wird man mal schauen, inwieweit Bitcoin sich da durchsetzen kann. Kommen wir nun mal zu den wichtigsten Krypto-News der Woche und über einige Dinge habe ich mit euch schon am Mittwoch gesprochen, wie zum Beispiel Ripple erringt ersten Sieg im Kryptorechtsstreit mit der SEC. Wir werden das mal kurz gemeinsam anschneiden, aber falls ihr euch tiefgründiger dafür interessiert, guckt euch mal das Video vom Mittwoch an. Im andauernden Rechtsstreit zwischen Ripple und der Security and Exchange Commission SEC musste die US-Börsenaufsicht einen Dämpfer verkraften. Ripple CEO Brad Garlinghouse und Mitbegründer Chris Larson hatten am 15. März einen gemeinsamen Antrag auf Zwangsvollstreckung eingereicht. Darin wurde die SEC beschuldigt, Beweise zurückzuhalten. Die Anwälte des Unternehmens argumentieren, dass XRP genau wie Bitcoin und Ethereum als Kryptowährung und nicht, wie vor der SEC behauptet, als Wertpapier gelten sollen. Die Richterin Sarah Netburn gab dem Antrag nun statt. Demnach mussten die Dokumente der SEC, die im Zusammenhang mit Bitcoin und Ethereum stehen, in der Anhörung vom 7. April vorgelegt werden. Kurz vor IPO, Kryptobörse Coinbase gibt Quartalszahlen bekannt. Kurz vor dem geplanten Börsengang am 14. April hat die Kryptobörse Coinbase der SEC seine Zahlen für das erste Quartal vorgelegt. Demnach erwirtschaftete das Unicorn aus San Francisco im ersten Quartal des laufenden Jahres einen Gesamtumsatz von ca. 1,8 Milliarden Dollar. Jetzt haltet euch fest, der Nettogewinn dabei lag bei 730 bis 800 Millionen Dollar. Also das ist mal eine richtig, richtig krasse Marge. Und im Vergleich zum vierten Quartal 2020 konnte der Umsatz des Unternehmens damit um ganze 208 Prozent wachsen. Also ich glaube, es gibt schlechtere Zeichen, mit denen man einen Börsengang starten könnte. Und ich für meinen Teil werde mir definitiv die Aktie anschauen. Ich habe schon so ein paar Spekulationen gesehen, dass die Aktie wohl pro Stück um die 380 Dollar kosten soll. Naja, wie es denn wirklich aussehen wird, werden wir in wenigen Tagen erfahren. Cardano Hardfork Alonso kommt Ende April. Auch nach der jüngsten Hardfork Mary bleibt der Entwicklungsstatus von Cardano Work in Process. Gründer Charles Hoskinson hat auf seinem YouTube-Kanal Details zur Roadmap verraten. Mit der nächsten Hardfork Alonso, die Smart Contract Anwendung auf Cardano ermöglichen soll, bezwingt das Netzwerk den nächsten großen Meilenstein auf dem Weg zu einer vollständig dezentralen Multi-Asset-Umgebung. Die Entwicklungen liegen laut Charles Hoskinson, Cardano-Gründer und zuvor Mitbegründer von Ethereum, voll im Roadmap-Fahrplan. So rechne er mit einer Fertigstellung gegen Ende April. Und ich glaube, man kann Cardano vieles vorwerfen, aber nicht, dass sie nicht das einhalten, was sie versprechen. Bislang haben sie sich immer sehr genau an ihrer Roadmap gehalten. Und ich glaube, das ist ja eigentlich auch der Sinn einer Roadmap, dass man sich schon daran hält. Und von daher beide Daumen nach oben. Ich bin mal sehr gespannt, was der Kurs macht. Ich erinnere nochmal ans Mary-Update. Da ging es auf jeden Fall richtig ab. Also von daher bin ich sehr, sehr gespannt. China baut mit CBDC weiter seinen Überwachungsstaat aus. Obwohl China mit den Entwicklungen seines E-Yuan bereits seiner Konkurrenz weit voraus ist, zeichnet sich doch immer mehr ab, welchen Zweck die nationale digitale Zentralbankenwährung auch erfüllen soll. Sie könnte Peking nämlich als ein weiteres Instrument dienen, um seine Bürger vollumfänglich überwachen zu können. Im BTC-Interview erklärt Finanzexperte Rainer Hahn, warum er die neueste Entwicklung des e für ein Signal hält, das eindeutig zeigt, dass China mit dem E-Yuan nun mehr Geld an Systemtreue knüpfen wolle, damit harmoniere es gut mit dem Social Credit System, bei dem Fehlverhalten sanktioniert wird und vorbildliches profitiert. Ja, das vielleicht so ganz generell nochmal. Es ist natürlich immer zweiseitig das Thema mit Kryptowährungen. Auf der einen Seite sind wir natürlich alle gerade so ein bisschen scharf darauf, am Anfang dabei zu sein und große Kurszuwächse erleben zu können. Gleichzeitig wird das Thema Dezentralisierung natürlich immer wichtiger. Aber es gibt natürlich auch Schattenseiten, so ist eine Blockchain zum Beispiel deutlich transparenter, als es meinetwegen Bargeld ist momentan. So könnte also jede Transaktion nachvollzogen werden. So können natürlich auch politische Gegner von einem System abgeschaltet werden, in dem einfach ihre Wallet blockiert wird oder eingefroren wird. Also es hat natürlich alles immer so seine Schattenseiten und am Ende muss man halt trotzdem schauen, dass die Technologie nicht gebremst wird und es vielleicht auch da Ausweichmöglichkeiten gibt über zum Beispiel Privacy Coins die euch dann zum Beispiel anonyme Transaktionen ermöglichen. Allerdings muss man da auch wieder schauen, wie die Staaten das regulieren werden. Naja, ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Wir leben in einer sehr spannenden Zeit. PayPal Gründer sieht Bitcoin als chinesische Finanzwaffe. PayPal Mitbegründer Peter Thiel glaubt, Bitcoin sei eine potenzielle Gefahr für die US-amerikanische Finanzstabilität. Die chinesische Regierung könnte BTC demnach nutzen, um die globale Vormachtstellung der USA anzugreifen. Der Risikokapitalinvestor und Kryptoenthusiast äußerte sein Bedenken bei einer virtuellen Gesprächsrunde der Richard Nixon Foundation, an der auch Donald Trumps einziger Außenminister Mike Pompeo teilnahm. Thiel meint, dass China den US-Dollar aus seiner Position als alleinige Reservewährung drängen will. Und um etwas konkreter zu werden, sagte er folgendes. Selbst wenn ich pro Krypto, pro Bitcoin Maximalist bin, frage ich mich, ob Bitcoin mittlerweile nicht auch teilweise als eine chinesische Finanzwaffe gegen die USA betrachtet ist, die Fiat Geld bedroht, aber sie bedroht vor allem den US-Dollar. Neben Bitcoin sei der Euro deshalb ebenfalls ein Ziel chinesischer Intervention und ja. Es ist definitiv, glaube ich, nicht ganz abwegig. Ich meine, der größte Teil des Minings findet in China statt. Auf der anderen Seite liegen da lediglich die Pools. Natürlich nutzen viele Miner die Pools, weil sie gewisse Vorteile mit sich bringen. Andererseits glaube ich, dass mittlerweile gerade die Vereinigten Staaten immer mehr an Alternativen arbeiten, um das Mining eben so ein bisschen besser zu verteilen. Einige Länder, wie wir zuletzt gelesen haben, einige Bürgermeister werben schon damit, dass man vielleicht den Bitcoin ummünzt. Andere werben damit, dass sie zum Beispiel in Kanada ganz besonders grünes Mining vorantreiben wollen. Also ich glaube, es wird noch eine spannende Geschichte. Und ich sehe es, nicht ganz so kritisch. Auf der anderen Seite sollte man das definitiv im Hinterkopf behalten, denn ich glaube durchaus, dass natürlich auch geopolitisch das eine große Rolle spielt, wie Bitcoin-Mining sich in Zukunft entwickeln wird. Kommen wir nun zum Ripple-Update und das hat es, glaube ich, heute mal wieder in sich. Leider ist diese Seite nicht besonders gut übersetzt. Ich versuche es mal so gut wie möglich zu erklären. Also, das Gericht lehnt den Antrag ab, dass Chris Larsen und Brad Garlinghaus ihre gesamten Finanzstände offenlegen müssen. Ihr erinnert euch vielleicht, die SEC wollte nicht nur einige Informationen bezüglich XRP haben und Ripple Labs, sondern die wollten eben auch, dass die beiden Geschäftsführer die Hosen runterlassen und sagen, wie viel Millionen über Millionen sie denn mit XRP verdient hätten, um sie natürlich in schlechtem Licht dastehen zu lassen in der Öffentlichkeit. Dieser Antrag wurde jetzt abgelehnt. Ich habe sowieso das Gefühl, dass diese Richterin Sarah Netburn irgendwie so ein bisschen auf der Seite von Ripple zu sein scheint, aber das wird sich am Ende zeigen. Sie hat auf jeden Fall Folgendes gemacht. Sie hat gesagt, dass das Ganze irrelevant sei bzw. dass es irgendwie nicht so ganz zusammenpasst und dass es, glaube ich, keine wesentliche Rolle spielt, wie die Vermögensstände von den beiden ausschauen. Es wäre ein enormer Eingriff in ihre Privatsphäre und sie sieht davon ab, dass es aktuell Not tut und von daher hat sie das Ganze eben nicht für angemessen gehalten und dementsprechend abgelehnt. Das ist natürlich eine Klatsche für die SEC und ich glaube, das war auch einer der Gründe, warum der XRP-Kurs so ein bisschen Richtung Norden gewandert ist und ja, kann gerne so weitergehen von mir aus. Außerdem habe ich für euch hier mal ein richtig spannendes Thema. Und zwar, unser Anwalt Jeremy Hogan sagt, dass die Richter wohl Ripple freisprechen würden, wenn Ripple denn irgendwie beweisen könnte, dass XRP wirklich gleich ist wie Ethereum. Denn das ist das, was die Anwälte von Ripple behaupten. Sie sagen, XRP und Ethereum seien gleich. Und zieht euch jetzt mal, ich mache nur einen kleinen Ausschnitt davon an, aber zieht euch mal das Video rein. Hier seht ihr mal Vitalik Buterin, damals noch zur Zeit, wo sie Geld eingesammelt haben für das Ethereum-Projekt. Und er versucht den Zuhörern gerade mal so ein bisschen zu erklären, was Ethereum genau ist und achtet auf diese eine wichtige Stelle. Und, uh, X Ether through the Fundraiser, then, then 0,5x pre 0,4x after that will be mined per year forever. So it's uh it's this hybrid of of mastercoin of the mastercoin and ripple model and the pure Bit, the pure bitcoin mining model the mastercoin and ripple model and ripple model and. Ja, Freunde, ich hoffe, ich habe nicht zu viel versprochen. Was soll ich dazu noch sagen? Absoluter Wahnsinn. Ich meine, ich weiß nicht, inwieweit dieses Video eine wirkliche Beweisgrundlage ist, aber ich glaube, das sagt schon einiges und ich denke mal, wir können uns richtig, richtig auf den nächsten Monat freuen. Mitte des Monats Mai soll es denn den nächsten Tag im Gerichtsprozess geben und ich bin wirklich megamäßig gespannt. Außerdem wird am Montag jetzt, also morgen, Gary Gensler sein Amt antreten. Und wer weiß, vielleicht passiert ja ein Sinneswandler und Gary Gensler wird den Fall einfach beenden. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt und bleibe für euch dran. Ja, die Frage, die sich viele stellen ist jetzt natürlich, wie geht die Reise des XRP-Kurses weiter und ich werde sie euch leider nicht beantworten können. Aber wir können uns ja mal anschauen, was richtige professionelle Trader dazu sagen, so zum Beispiel jetzt Alessio Restani. Übrigens, er war einer der wenigen Trader, der tatsächlich auf den Cent genau richtig lag bei dem letzten Drop. Ihr erinnert euch, XRP ist sehr, sehr stark gedroppt, nachdem im Dezember diese Botschaft kam um die SEC und den Gerichtsprozess. Und er hat tatsächlich den Boden vorhergesagt. Insofern sollte man schon so ein bisschen Gewicht in seine Meinung legen. Denn ich glaube, er liegt sehr häufig richtig. Und auch wenn man das manchmal nicht hören mag, sollte man sich das schon zu Herzen nehmen. Er sagt auf jeden Fall, aktuell befinden wir uns gerade, ihr seht das hier mit dem roten Pfeil, in dieser Region. Das heißt, wir haben wieder ein Pullback gesehen, nachdem wir den Boden erreicht haben. Und er glaubt, dass wir insgesamt in der dritten großen Welle sind. Also dass wir eine sehr, sehr große Welle vor uns haben und uns aktuell hier befinden. Allerdings muss man die Euphorie so ein bisschen bremsen. Denn er geht davon aus, dass bevor wir neue all time highs wahrscheinlich sehen werden, wir vorher nochmal sehr, sehr deftig korrigieren werden. Ich kann mir natürlich aus aktueller Situation nicht erklären, wie das kommen soll, aber genauso wenig konnte man sich in dieser Situation erklären, dass wir heute bei 1,40 Dollar stehen, obwohl der Gerichtsprozess noch nicht mal beigelegt ist. Also seid auf jeden Fall auf alles vorbereitet. Ihr wisst, ich bin wahrscheinlich hier der größte xrp bull in Deutschland. Trotzdem muss ich natürlich immer so ein bisschen Sachlichkeit hereinbringen und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass wir nach so einem rapiden Anstieg, wie wir den in den letzten Tagen erlebt haben, auch nochmal irgendwie eine gesunde Korrektur sehen werden. Auf der anderen Seite hat man natürlich hier nochmal den Chance, vielleicht, wenn es nochmal einen Drop gibt, nochmal ordentlich nachzulegen, wenn man Lust hat. Aber damit solltet ihr euch dann selber beschäftigen. Ich für meinen Teil bin auf jeden Fall mal gespannt, wie die neuen All-Time-Highs ausschauen. Und wie die ausschauen könnten. Naja, wir wollen jetzt natürlich nicht übertreiben, aber gibt es schon ein paar witzige Prognosen. Es gab zum Beispiel in den letzten Tagen, gerade gestern, wieder enorm viele Glitches. Jetzt fragt ihr euch, was ist ein Glitch? Glitch bedeutet im Prinzip nichts anderes als eine Art Systemfehler. Das heißt, in dem Moment werden falsche Zahlen zusammengetragen und das ergibt sich plötzlich ein total unsinniger Wert. Auf der anderen Seite ist es bei XRP in den letzten Tagen so häufig vorgekommen, dass man sich vielleicht die Frage stellen muss, ob das nicht nur mal ein kurzer Systemfehler war, sondern ob da vielleicht irgendwas im Hintergrund passiert. Und genau das ist natürlich jetzt riesiger Raum für Spekulation. Einige behaupten, hey, guck mal, bei Binance wurde jetzt getestet. Es wurden auch noch auf anderen Seiten getestet. Hier zum Beispiel war das paar Mal bei XRP. USDT bei 49.996 Dollar. Also unfassbar und es wirkt fast so, als würde irgendwie so eine Art Stresstest vonstatten gehen. Ja? Als würde hier irgendwie gerade probiert werden, wie weit kann man das System ausreizen. Auf der anderen Seite kann es aber natürlich sein, dass irgendwie da ein anderer Grund dahinter steckt, den ich euch nicht erklären kann. Dazu bin ich leider zu wenig in der Thematik. Ihr könnt mir ja gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr glaubt, dass das quasi hier der Stresstest war oder einfach nur ganz normale Glitches. Zu guter Letzt schauen wir uns nochmal Mr. Pool Drops an und vor allem, äh, wer ist dieser Mr. Pool? Das haben mich jetzt in der letzten Woche, glaube ich, 100 Leute gefragt und leider kann ich euch darauf keine Antwort geben. Denn Mr. Pool ist lediglich ein Pseudonym, das sich auf Twitter rumtummelt, aber er scheint wohl irgendwie Insider zu sein und irgendein Wissen zu haben und von daher legen viele XRP-Leute Wert auf seine Meinung, auf seine Bilder, auf seine Ankündigungen. Und er macht das immer so ein bisschen subliminal, das heißt so ein bisschen versteckt. Also er zeigt in seinen Bildern nicht immer direkt, was er meint. So zum Beispiel hier mal im letzten Jahr ein Post, den man damals nicht wirklich verstanden hat. Man konnte daraus vielleicht schließen, hm, stehen wir vielleicht kurz vor den 100%, dass es irgendwas losgeht. Jetzt seht ihr hier, Forbes hat am 8. April kurioserweise ein ähnliches Bild gepostet, wo ebenfalls so ein Ladebalken zu sehen ist. Also die Connection ist da. Und hier seht ihr auch nochmal, dass das von Mr. Pool kam. Also irgendwie scheint er etwas zu wissen, beziehungsweise in irgendeiner Form vielleicht Kontakte zu haben, die etwas wissen. Deshalb haben die Leute ihn immer so im Visier. Und sein letzter Drop, den er gepostet hat, war der hier, dieser Stier. Wenn man so ganz hier fantasie hat, sieht man hier auch ein X auf seiner Schnauze. Ich weiß nicht, was er damit genau sagen will. Ich als Laie würde daraus vielleicht sowas ableiten wie, hey, steht vielleicht XRP im Bullenmarkt im Haus? Keine Ahnung, es wirkt ja auch fast so, als ob dem so wäre. Seit diesem Drop, der kam glaube ich vorgestern, ist der XRP-Kurs richtig marschiert, auch der XDC-Kurs ist richtig marschiert und auch XLM hat heute aufgeholt. Also ich bin auf jeden Fall mal sehr, sehr gespannt und freue mich schon auf die nächste Zeit. Morgen ist es wie gesagt soweit, Gary Gensler wird starten bei der SEC und ich bin sehr, sehr gespannt, werde euch auf dem Laufenden halten. Bleibt mir bis dahin gesund und bis bald! ¡Chao!